Das gefällt den Pferden, denn auf der Koppel können sie sich so richtig austoben. Dieser Hannoveraner hat schon einige Preise im Dressurreiten gewonnen. Dressurarbeit gehört zur Ausbildung des Pferdes immer dazu. Es gibt aber auch richtige Dressurpferde, wie dieses, die bei Turnieren zeigen, was sie können. Auf diesem Pferd habe ich schon Voltigierübungen gemacht. Möchtest du mehr über das Voltigieren wissen? Schau mal im Notizbuch nach. Es ist nicht gut, wenn die Pferde zu lange im Mist stehen. Na, gefällt es dir bei uns? Bei einer Rast solltest du das Pferd im Schritt bewegen, wenn es nass geschwitzt ist. Es könnte sich sonst erkälten. Da ist ja Annika. Sie möchte mit ihrem Pferd ausreiten. Sie reitet auf einem Vielseitigkeitspferd. Das ist ein Pferd, das in der Dressur, im Gelände und beim Springen gut sein muss. Da ist ja Annika. Sie durchs Gelände zu reiten ist wunderbar. Jetzt läuft das Pferd im Galopp und es gibt mehr Hindernisse. Bist du bereit? Vorsicht! Vorsicht! Du hast nur noch einen Versuch. Das war großartig. Hast du schon mal überlegt, an einem Springturnier teilzunehmen? Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Weil du alle Runden so gut gespielt hast, habe ich ein tolles Geschenk. Eine Schleife für Rico. Schau doch mal bei ihm vorbei, dann kannst du ihn damit schmücken. Hier siehst du die Ergebnisse aller Spieler. Der Beste steht ganz oben. Bei einer Rast solltest du das Pferd im Schritt bewegen, wenn es nass geschwitzt ist. Es könnte sich sonst erkälten. Trainierst du auch für ein Reitturnier? Na, wie läuft es mit deinem Pflegepferd? Rico ist ein Hannoveraner. Ein Pferd muss mehrmals täglich gefüttert werden. Wichtig ist, dass es regelmäßig und pünktlich sein Futter bekommt. Davon braucht Rico gerade nicht. Davon hat Rico genug. Eine Pferdebox muss so groß sein, dass sich ein Pferd ohne Probleme drehen kann. Und es muss sich darin hinlegen und strecken können. Trainierst du auch für ein Reitturnier? Kennst du die verschiedenen Hindernisse? Schau mal ins Notizbuch. Macht es dir Spaß, dich um Rico zu kümmern? Schön, dass du hier mal wieder vorbeischaust. Klicke auf die... Du kennst dich wirklich sehr gut aus. Klasse! So heißt das Körperteil. Richtig! Das war spitzenmäßig. Mach weiter so.
Du weißt Bescheid. Du weißt Bescheid. Dir macht bei diesem Thema keiner was vor. Das war spitzenmäßig. Mach weiter so. Prima. Das stimmt. In dieser Runde hast du alle Begriffe richtig zugeordnet. Möchtest du gleich noch eine Runde spielen? Dann los, klicke auf die Glocke. Das stimmt. Du hast das richtige Wort angeklickt. Das war spitzenmäßig. Mach weiter so. Ja. Ja. Richtig. Super. Du weißt ganz schön gut über Pferde Bescheid. Das stimmt. Du hast das richtige Wort angeklickt. Du hast jedes Körperteil richtig benannt. Bei einem Klick auf die Glocke geht es gleich in einer neuen Runde weiter. Richtig! Dir macht bei diesem Thema keiner was vor. Du hast das richtige Wort angeklickt. Das war spitzenmäßig. Mach weiter so. Das war spitzenmäßig. Mach weiter so. Das war spitzenmäßig. Mach weiter so. Dir macht bei diesem Thema keiner was vor. Du hast das richtige Wort angeklickt. Klasse! So heißt das Körperteil. Dir macht bei diesem Thema keiner was vor. Der Körperbau des Pferdes ist dir vertraut. Du kennst die verschiedenen Begriffe. Sehr gut. Im Notizbuch findest du auch noch einmal eine Abbildung zum Ausdrucken. Und natürlich dein Geschenk. Bis bald! Ach so, wie du ein Leckerli für Rico bekommst, das weißt du ja. In der besten Liste kannst du deine Ergebnisse und die anderer Spieler sehen. Wenn du das Spiel noch einmal spielen möchtest, klicke auf die Glocke. Puh, bei dieser Arbeit kann ich deine Hilfe gut gebrauchen. Bei einem Klick auf die Glocke geht's los. Jetzt wird das Spiel etwas schwerer. Einige Strohballen liegen schon da. Ergänze die Reihen.